Ja. Aber trotzdem fuckt es mich ab. Aber ich wurde Geil. angeschossen, obwohl ich Hände hoch hatte. Das Ja, heißt, mich auch. ich will auf jeden Fall Schmerzensgeld. Oh. Hätte gerne einfach mal einen Verbandskasten, das wird mir schon reichen. Also, der Beamte hier rechts neben mir. Ne? Was ist denn los? Sag mal, wie viele seid ihr eigentlich? Das können Sie doch abzählen, oder nicht? Ich kann es nicht abzählen, ich kann ja nicht alles sehen. Na, die, die jetzt gerade da sind, das sind die, die aktuell auch da sind. Ah, okay, ja, da ist eine ganze Menge. Genau. Eine Menge, wissen Na, Sie ich denn, sehe wie viel nichts. eine Meine Menge sind denn ja vom schon ganz Prinzip schön her groß, sind? meine. Eine Menge? Ab wie viel fängt eine Menge an? Ja, ist halt ein bisschen mehr wie eine Menge. Ist halt doch alle, die wir vom BD haben. Also, was ist der Unterschied zwischen einer Gruppe und einer Menge? Ja, eine Gruppe ist weniger wie eine Menge. Nein, nein, Eine Menge ist mehr. was sind die Differenzen? Was ist der Unterschied? Weiß ich doch nicht. Aber Was Sie sind wolltest du doch denn jetzt Beamter, Sie hören? müssen doch Warum im Strafrecht ein wolltest du bisschen denn Ahnung wissen, haben. was die Punkte Die sind? Ich bin Dame, bitte Beamte. ganz kurz, lassen Sie mich bitte aussprechen, Dankeschön. Da kann ich jetzt Und du eigentlich mal redest mit deinem entfesselt werden. Ich Kollegen hab nicht mal gerade. was. Also, Sie sind doch Beamte, Sie sind doch Polizeibeamter, oder? Nein. Du redest mit deinem Hä? Kollegen. Ich bin auf dem Boden. Digga, Hallo. mit dir rede ich doch Kann gerade gar ich? nicht. Red mit dem Beamten, Digga, warum mischst du dich denn Also, ein? soll ich dir mal sagen, Hat warum sich wir so hier angesprochen Überredung wie er? haben? Lass mich. Digga, ich will einfach meine Fesseln loshaben, Lass mich. Mann. Ich weiß schon wie, glaub mir, lass mich kurz Smalltalk machen. Der Beamter hier vor mir. Kommen Sie mal bitte kurz rechts neben mir, damit ich Sie besser hören kann. Dankeschön. Boah, So. die haben sogar Scharfschützgewehr, Alter. Was Also, haben ich die habe alle mal eine für Frage Ausrüstung, an mein Sie. Gott? Ich stell mal vor, Sind wir eine Menge oder eine Gruppe? Ihr seid eine Menge. Okay, was ist denn der Unterschied zwischen einer Menge und einer Gruppe? Also, abgesehen davon, dass Gruppieren, beziehungsweise das Wort Gruppe von Gruppierung ist. Ich laber nur Müll, lassen wir es lieber. Aber Sie sind doch Polizeibeamter, oder nicht? Der Unterschied ist Dann die sind Sie Menge, ja gut Ein in der Menge der bisschen Vorkenntnis, Personen. also was heißt Vorkenntnis? Sie müssen auch ein bisschen wissen, was eine Gruppe und was eine Menge ist. Weil wenn wir eine Menge sind, dürfen Sie uns gar nicht fesseln. Dürfen Sie ihn fesseln? Warum? Nein, weil wir nur als, weil eine Gruppe zusammen agiert. Eine Menge Okay. sind einfach ein paar Leute, also sagen wir mal 5 Leute, die einfach irgendwo sind und nichts miteinander zu tun haben. Und Sie, Ihrer Meinung nach sind wir eine Menge, aber wir sind eine Gruppe. So, sagen Sie, Sie haben aber gesagt, wir sind eine Menge, deswegen dürfen Sie uns gar nicht Habe ich fesseln. das gesagt? Doch, haben Ja. Sie gesagt, ich habe Sie gefragt, Sie haben gesagt, wir sind eine Menge. Also eine Menge Leute. Und eine Ich Menge hätte ist gerne, tatsächlich eine. meinst du, ja, ich würde Ich gerne einen habe fesseln lassen. gefragt, ob wir Ihrer Ja. Meinung nach eine Gruppe oder eine Menge sind. Ihr seid Und eine Sie Menge haben Leute, gesagt. aber ihr seid eine Gruppe. Diskussion wird nicht darauf hinauslaufen, dass Sie freigelassen werden, also mein Gerät. Hä, ja, was Nee, habe ich denn es hier? läuft Aber doch ich kann gerade gar ja nicht. gerne weiterreden, ja? Alles Nein, gut. nein, Also, es für dich geht zur gerade, es Erklärung, geht nicht ums Menge Freilassen. ist eine Einheitsform. Das heißt, wenn ich sage, ihr seid eine Menge, dann seid ihr mehrere Personen. So, Ja. ihr alle zusammen seid eine Gruppe. Woraus bildet sich Oh eine mein Gruppe? Aus Gott. einer Menge Leute. Aus einer Menge Leute, genau. Scheiße. Aber ich habe nur gefragt, Ja. Ihrer Meinung nach, ob wir eine Gruppe oder eine Menge sind. Und Sie haben gesagt, wir sind eine Menge. Ihr seid Eine definitiv eine Menge Gruppe. Leute. Okay, alles klar. Ich würde gerne So, freigelassen wie werden. ist jetzt, wir möchten gerne die Fesseln abhaben und weiterreden mit euch, wenn es möglich ist. Ich bin der Hat mir Kopf. euer kleines Erschießungskommando auf dem Dach wohl nicht gesagt, denn der dachte, es wäre lustig, auf mich zu schießen. Habe ich mich sehr bedroht gefühlt tatsächlich. Wer, Keine wer? Ahnung, ich stand mit Hände Warten Sie oben, mal, Claire, Moment. Leder, und Ja, wurde ich stand gerade mit Hände geschossen. oben und wird abgeschossen, Digga. Claire, Moment bitte Ey, alle, ich ich hab mal rede ganz Quatsch, kurz. was ist Einer das? redet. Wer hat auf Sie geschossen? Wie sah der aus? Ja, Mann, ey. Wie sah der aus? Die Wie sehen soll jetzt ich alle denn gleich jetzt beurteilen, wie der aussah? Okay, aber Sie haben uns doch jetzt festgenommen, oder nicht? Ich habe sie nicht festgenommen, aber tatsächlich haben wir als Gruppe sie festgenommen. Genau, ich habe ja gesagt, Ja. Sie, damit meinte ich nicht Sie, sondern Sie als eine Gruppe. Sie Ja. haben uns ja jetzt gerade festgenommen. Und warum nehmen Sie uns denn jetzt fest? Was haben wir gemacht? Es wird bestimmt gleich einer auf Sie zukommen und der Ihnen den kompletten Sachverhalt ordentlich Das erklären wird. wäre auf Geil. jeden Es wäre schön, wenn es Fall, das bald wäre sehr passieren schön. würde. Aber können Sie uns trotzdem nicht entfesseln? Wir sind sauber. Sie können uns auch gerne Nee. durchsuchen. Werden wir nicht. Okay. Ah, danke schön, gell? Okay. Sie müssen keine Angst vor uns haben, Sie müssen nicht so mit den Zähnen klimpern. Nö, nö, also Angst habe ich schon lange nicht. Ich Ey, habe nur bleib Angst abseits, vor. Junge. Was geht? Ich habe nur Bei Angst vor mir? einer. Vor einer. Ey, Homie. Entschuldigung, Entschuldigung. Ey, bitte schalten. So. Was geht, Homie? Mit wem redest du? Warum macht er Sorge bei uns? Guck mal, der hat auch keine Fesseln dran, der mit grünen Haaren. Was soll das, ja? Oh, Digga, was macht er so Auge? Oh mein Gott, Wallah. so schlecht. Wie er Hallo. aus mit seinen Oh pinken mein Haaren. Gott. Geh mal zum Friseur. Ey, der Wichser. Jo. Hier sind die Differenzen. Nicht du. Der Dude hier, der hat einen Auftrag von Das mir. ist Jackson. Aber hat er nicht ausgeführt. Ey, Kollege. Hallo, du da. Nicht du. Mich hinlegen. Ich auch nicht du.
Bruder, ey! Hilfe! Hallo! Oh. Versteht das gerade nicht, ja? Was ist jetzt mit der Dings Nummer 10 geworden? Ich sag, wir haben irgendeinen, der gelabert hat, ja. Echt jetzt? Oh, ich hab keine Handschellen mehr um. Naja. Ich mach einfach mal. Du tust einfach mal so, als hättest du welche. Oder ist der gerade hier? Fesseln? Moin, ja, ich geh mal ein bisschen zur Seite. Moin, Meister. Oh, ich dachte, okay. Mann. Oh, hey, ist die Dings Nummer 10 gerade hier vom Bühne? Ja, ich glaube nicht. Sie können sich ja nicht erinnern, dass sie auch voll festgenommen sind. Ey, setz dich da einfach hin, wenn's okay ist. Ey, dann sehe ich immer nur einen. Wie kann ich mich eigentlich über eure Kollegen beschweren wegen einer Sache vorhin? Also, einmal die andere Richtung, bitte. Voll Spastis. Was sind wir? Ja, voll Spastis. Ah, müssen wir beleidigen? Ich würde sagen, so unangenehm sind Bodyfits. Ja, Digga, komm. Fuck mich nicht ab. Ah, ja, ja. Digga, geh schnell vorbei, als bis endlich jemand kommt, Digga. Ehrlich. Ist gerade interessant, oder was? Ich hätte gerne einen Beamten gesprochen hier. Was willst du? Also, wie sieht's jetzt aus hier? Ja, warten. Worauf? Auf den Weihnachtsmann? Das dauert noch ein bisschen. Nee, ich würde sagen, es geht weiter. Also, wenn Sie wollen, könnt ihr auf den Weihnachtsmann warten, aber nicht hier. Ja, der Weihnachtsmann, das dauert noch ein bisschen. Ja, richtig. Genauso wie es jetzt bei Ihnen ist. Ne? Genau. Aber worauf warten wir jetzt, die Frage? Ja, würden Sie das gerne wissen. Wir warten hier, bis wir weitere Anweisungen bekommen. Kurz da hier. Es wird auf jeden Fall, das Blatt wird gewendet. Das Blatt wird gewendet. Das Blatt wird gewendet, okay. Ja. Das Blatt wird gewendet. Okay, genau. Ja. Okay. Wenn du für mich sehen, das kann man verstehen, wie man möchte, ne? Hab ich mir ganz kurz abgerufen, ja. Das drehen wir einmal. Das Blatt wird gewendet. So, das gewendet. Das jetzt? Also das Blatt, das. Das Blatt, ja. Das ja, Blatt, genau. Genau, das Blatt. Das Blatt, genau. Die Blatt. Genau, die Blatt. Also die Blatt werden gewendet. Also die von Rot werden die auf Grün. Die Leute werden Haaren checken. Was ist denn das? Können auch nochmal. Ja, Digga, ich würde gerne mal losgelassen werden. Mit dir rede ich werden. Nochmal. Nur nicht mit dem, der jetzt gemeint hat, der müsste jetzt hier hin. Ich würde gerne mal losgelassen werden, gell? Dankeschön. Ich will doch einfach nur, dass du sagst, ja, korrekt, gell? So, sehr gut. Danke, Herr Beamter. Danke. Warum willst du denn? Also, die Position ist sehr, sehr schön. So, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wie bitte? Hey, Jungs, was passiert? Hey, ich sehe noch hey, sind das die Jungs oder was? Ich sehe irgendeinen Hintern. Was will hier wer wissen? Dein Hintern? Ich will wissen. Ich will wissen. Wieso hat der Kabelbinder, hä? Ich rede mit dir, du. Weil ich es halt kann, Digga. Ich bin ein Sauerfall, ja. Kannst du mir vielleicht meinen Schal abnehmen? Legen. Schlepp mal die ganzen Autos von denen ab, mach ich auch. Kannst du mir den bitte abnehmen, Digga? Ist ein bisschen warm hier. Kannst du ja mal nach ihrem Ausweis durchsuchen. Was ist mit den Razzia Marazzia hier? Was ist los? Was ist jetzt hier los? Warum seid ihr hier? Ich schwör, Jimmy wird liegen. Ey, ihr, die neben mir steht, warum antwortet ihr mir nicht, wenn ich mit euch rede? Ja, ich mach's. Ich will einen anderen. Hat den Fall gehört. So, Sheriff, hau mal raus, warum sind die hier? Was ist denn? Ja, Sammy, ich verstehe euch nicht, ja? Nein, Digga, kannst du knicken? Du hast gesagt, du machst mir Fesseln nach vorne, Digga, dann machst du mir Fesseln nach vorne. Wallah, ja? Wallah Bila, mach nicht diesen jetzt. Was passiert? Nein. Was denn passiert? Mach jetzt nicht diesen. Warum sind wir so Opfer? Ich hab ganz normal mit dir geredet, ich bin nett und höflich zu dir, Digga. Ihr habt schon direkt den ersten Fail gemacht bei mir. Ihr könnt mich mal fett am Arsch lecken. Sag mir, wer das gesagt hat und ich geh persönlich mit dem reden. Mit dir. Kriegst du auch? Warte, komm mit. Alles studiert jetzt. Ja, auch 3 Meter im Boden. Maschallah, bis jetzt hat er Physik ausgekackt. Warte. Kriegt mein Männchen richtig aus, ich bin schon traurig. Wie soll ich mich hier? Ey, wenn ich jetzt mal den Besten aus dem Kofferraum nehme, ich schicke dich nicht hin, guck mal. Den Respekt gebe ich dir. Perfekt, Digga, wenigstens einer, der korrekt ist. Verstehe. Junge, ich flieg einfach. Und noch jemand? Komm, ich flieg wieder. Hallo, ich bin mit fliegenden Haaren. Ja, ich auch, hier mit Maske, Digga. Wie bin ich immer auf 3 Meter im Boden wieder? Ey, der steigt in mein Auto ein, Allah, hä? Wer ist der? Alter! Jetzt, ist immer Moment, wie ich erst mit mich abstellst. Mein Gott. Ich kann die Handfessel umlegen. Ey, du hast die Leute umgelegt. Der will mit den Haaren, ich fliege. Ich fliege auch. Ja, da. Ja. Ich hab mit der Raub. Hi, ich bin mal was ein. Ja, ist mir noch. Willst du dich noch umstellen? Ey, kannst du mal deinen Leuten sagen, die sollen aus meinem Auto aussteigen? Die müssen wir zum Beschlagnahmen, also nee. Hallo? Ja, Digga, wie wär's mit aussteigen? Kofferraum ist ja okay, was steckt im Haus, Alter? Ja, da riecht es halt da wieder nach Scheiße. Einmal aus und einsteigen. Ja, Digga, da riecht nach Scheiße. Also ich hab genauso eine Fette. Was für Opfer. Warte, Digga, ich muss mich nicht hinstellen können. Das geht nicht. Ja,
Einfach loslassen, stehen lassen. Perfekt. Jetzt hab ich zwei einfach. Jetzt. Ich hab aber zwei, Digga. Ich hab aber zwei. Ja, schön. Oh, jetzt fliege ich wieder, schön. Dann mir mal mit die Handschellen. Hallo, ich hab noch einen Kollegen hier. Jetzt hab ich zwei. Digga, seid jetzt mal stehen lassen, Idioten. Einfach stehen lassen. Scheißegal, welche Richtung. Ja, ich fliege, okay. Aber das ist nicht gesund. Mein Gott. Ich auch irgendwie auf dem zwei. Ich schrei jetzt, damit mich jemand hört. Hallo, ich will wirklich alter anders gemacht werden. Missgeburten. Ach so, sagen Sie das doch direkt an den Nerv. Ihr ganz rechts, ich bin Missgeburt. Von Ihnen aus links. Bitte, ich stunde mal die Handschellen anders. Ich kann hier nicht sehen. Ich sehe irgendeinen Arsch oder so. Macht keinen Spaß, Digga. Ich sehe nur hinten. Nice. Ja, danke. Lass ihn weg. Ja. Guck mal bei dem Beschweren hier irgendwann mal wegen anderen Dingen. Digga, ich sehe nur hinten. Was soll ich denn da machen? Messer nehmen und ab. Runter mit ihm, Alter. Was ist denn mit ihm? Kannst du einfach mir mal jemand erklären, was hier los ist überhaupt? Nein, okay, wow. So viele Leute, wir haben gar keinen Bock. Wow. Oh Gott, das ist einfach verarscht. Was ist los hier? Was ist los? Schule, Alter. Was ist denn der Ausweis? Ha, Backstreet Boys, kannst du bitte mir kurz Nachher abnehmen und dann wieder geben? Was los? Ich sehe nur Ärsche. Das super, Digga. Junge, ich flieg einfach, die können nichts, Alter. Ja, kurz. 10 Minuten aufgeschaut, danke, bevor die scheiße wieder reinkommen und raiden, Digga. Wo ist denn der Ausweis? Ich war eben hab's für 120. Mein Ausweis ist die haben mir 8 bei dir drin. Der hat schon rausgenommen, nicht wahr? Ne, den hab ich versteckt. Wo die Leute früher versteckt haben, weißt du, wo ich meine? Ich dann wollte mich beschweren, Digga, war bei denen, bei PD und die fahren einfach zu Elster. Wo früher immer die Uhren im Weltkrieg versteckt wurden. Jetzt darfst du mal suchen, ne? Oh mein Gott, ja, mein Arschloch. Wo wurden die gerne mal versteckt? Wusste was machst du schon gerne, oder? Ja. Ich hab keine Ausweis, hab mich verbrannt. Ey, wenn du meine Hose jetzt ausziehst, ey! Nee, das geht nicht nett aus. Aber vorne runter, also so zwischen dem Ohr. Oh, da zieht man. Hier, wir gucken mal weg. Max heißt der. Ich kann nur da hingucken. Dann hat er schon mal soll ich wieder zurückschieben? Kannst du es wieder dahin schieben? Der soll ich wieder zurück. Jetzt zieh erstmal seine Hose wieder an. Soll ich wieder zurück? Ich will das tatsächlich auch. Die müssen mal ganz über die Prostata ran. Oh mein okay. Gott. Kopfkiller, Kopfkiller! Kopfkiller, Kopfkiller, Kopfkiller! Danke. Hier, nimm du mal den Ausweis. Ja. Mikro, wo ist die Ausweis? Nee, die hab ich schon. Also, was ist das denn hier für ein Schaftladen? Ja, ja, wo ist die Ausweis? Baba Voice Crack, Digga. Der Herr. Alarmi. Der Herr, wo finde ich ihn? Ach, Digga, reden wir hier. Der Herr. Ja, was ist los? Ja, nein, das ist weit. Das ist weit. Perfekt, dann hören wir halt weiter und reden wir hier los, auch Wanda. Gut. So, die Dame, wo finde ich ihren Ausweis? Da mitmachen. Rest rechts, der Rest. Ey, Dennis, bist du hier? Die sind auf der linken Seite, der Herr. Leonie Martinez. Habe ich schon gefunden. Pfeifet, Bruder, Pfeifet. So, wo ist dein Ausweis? In meinem Arschloch. Ganz ja, schau ich mal. Ja, das machst du gerne, ne? Nathan, Mai. Der, wo ist die Ausweis? Das heißt, der liegt im SG, den müssen die das holen gehen. Tut mir leid. Dann. Wo ist ihr Ausweis? Hab ich nicht dabei. Ja oder ihr? Was? Deine Hose ist nass. Nicht mal unsere. Digga, es ist auch chillig, dass wir schon dreimal der Ausweis genommen wurde. So. Du musst denken, alleine heute wurde er schon fünfmal genommen. Es geht nicht so, wo du bist langsam. Jenny und Wim wurde gerade eben in den letzten 10 Minuten dreimal der Ausweis genommen, aber passt. Ich hab nichts mehr zu sagen. Ich komm aus Hamburg. Organisation, Marschalla. Digga, ich geh zum PD, mich beschweren, okay? Ich fahr zum Anwesen, dann komm ich dann hin. Ich hab nichts mehr zu sagen. Die heißt Jenny, die Kinderin hier. Hol die mal her. Du sollst weggehen, du Idiot. Oh, Digga, wo ich am Boden lag, meinte die eine so, ja, die Medic. Was ist denn mit denen? Digga, ich darf ja erstmal neue Waffen machen gehen. Wo ist das? Die eine Medic-Dame meinte so, ja, wir retten hier alle. Und der Pedile, ja, es geht nicht ums Retten, Digga. Hä? Ja, also, ey, wie lange dauert das noch? Ich weiß nicht mehr, Digga, ich weiß nicht. Ja, 10 Jahre, weil die einfach inkompetent sind. Ihr seid so inkompetent, Bullen, Alter. Digga, die können schon mal ihren Job machen. Ich seh gar nichts, Alter. Wer redet denn? Das ist normal. Das ist aber mein Vater. Macht das den einfachsten Job der Welt. Hier mit den Hörnern? Ja. Dicker, wie du siehst nichts. Mach mal die Augen hoch. Ja, Junge, ich sehe nur Wand. Ja. Dann beweg mal dein Ding, dann siehst du mehr. Wirklich, Digga, wo holt ihr den Personal her, Digga? Am besten wären natürlich, wenn die noch mal 50 Westen genommen hätten. Ja, aber. Der Westen sind noch illegal, Abfahrt. Ja, Westen sind illegal. Alle sind illegal. Geben das alles wieder zurück. Ah, sind Verbandsfesten auch illegal? Ja, ja. Alles illegal. Alles weg.
Hat ja, Dreck am besten noch Handy auch illegal. Handy auch illegal. Illegales Glücksspiel. Alles gut. Wir können recht voll Spaß. Ja, ja, wir rächen uns am Arsch. Ja, Digga, ich räch mich, indem die 10 fliegt, Digga. Wir rächen uns am Arsch hier. Ja, so ist das Leben. Walla. Mir fährt da ein Gewieler nach dem anderen aus dem Arsch. Ich wollte Arabisch reden später, was los? Alter, ey, ich hoffe, die Rednecks dann bei den Reihen. Gesechet, sagt mal alle, gesechet Mansaron. Bei den Reihen der V-Wheel, Alter. Die werden ja, ey, bitte irgendwann terroristisch das wieder. Ach, wir holen die uns später einfach mal hinten raus, Digga. Dann ich wünsche, Rednecks würden terroristisch das alle weg. Die da hinten vielleicht oder so, keine Ahnung. Die sind so am Arsch, Alter. Alle weg, Digga. Oder, keine Ahnung. Wenn jetzt alle in den Arsch geht, Digga. Ja, Junge, wären wir mal 30 Mann gewesen, wäre das auch kein Problem gewesen. Weil ich einfach Opfer sind. Wie kommt denn mit 60 gefühlt? Ja, die ja, kommen trotzdem, hier mit 80 Alter. Leute, weil die zu 30, weil die zu 30 die einfach nicht können, schaffen, Digga, weil die einfach auf traurig, wie gesagt, Digga, ich hoffe, Rednecks reitet nochmal mit denen ein, Alter. Digga, die könnten dich mal zu 80. Gebiet von Rednecks einnehmen. Ja, wirklich, Alter, Rednecks würde die trotzdem picken. Ja. Die könnten mit FRB, PD und Army, die könnten Rednecks nicht scheppern, Alter, die würden so auf die Schnauze. Ja, die würden zu Null verlieren, weil die sich wahrscheinlich doch selbst töten. Also ich sag euch mal so, jetzt aber Ansage drücken, oder was? Oh, Ansage. Ich sag euch mal so, wie es ist, ja. Wird immer so krass, die anderen geht da, kann nicht mal mit 20 Leuten gegen 8 Leuten ein GW gewinnen, ne? Nein, LG, ne? LG. Was ist denn GW? Was ist denn GW, der Herr? Was ist das denn? Weiß ich nicht. Spaß! Jenny, ich brauche dringend einen Anwalt. Kann mir mal jemand erklären, was hier los ist? Irgendjemand ja, mit einem Rang oder was? Ja, den auch einmal wieder haben. Hey Jenny, wir wollen Anwalt, wir wollen uns foltern. Spaß! Opfer. Seh wieder was. Wir stehen hier schon seit 20. Digga, ja, ich hab das Gefühl, hier wird noch ein Jungs, hol mal Personal eigentlich von der Straße, das könnten wir auch machen. Das Tablet, was die rausholen, ist eine Bibel oder sowas. Die lesen ganze Bibel durch. Die ich wie ein Neuer? Das weiß ich doch. Bibel haben sie nicht studiert. Ich habe heute nachgelesen. Manche Texte werden hier nicht eingehalten. 125 auf dann hätte ich. Das ist aber ein schweres Fenster gehen, ne? Haben du die musst alle denken, Waffen denken, die kontrollieren mich die ohne Grund, brechen meine Autos auf ohne Grund. Den anderen sperren sie für 125 ein. Ey, das sind Cops, was willst du erwarten? Die haben das nie genossen, Digga. Das sind solche Idioten. Oh Gott, Digga. Und wo ist Jimmy eigentlich? Ich schwöre. Diese Gehirnzellen auf ruhig.com gekauft, Junge. Ich schwöre. Fühlt sich schon krass mit ihrem halben Kriegsoutfit, ja, ja. Ne? Schon ja. Krank, Digga. Aber nur die Hälfte, Digga. Der Rest durften nicht mitnehmen von der Armee, Digga. Die sieht aus wie, keine Ahnung, die Armee, Junge. Und Armee sieht ganz gechillt aus, Digga. Die sieht einfach Mupp aus, Junge. Als ob die gerade vom Dritten Weltkrieg kommen, Bruder. Einmal. Hallo. Junge, das ist Spaß hier, ne? Ja, okay, wir gehen hier rüber, hier. Hätten die die gleichen... Ey, dreh mich mal um, ja. Ich find richtig geil, wie salty die sind. Ey, dreh mich mal um. Ui, Memo. Dreh mich doch um. Hallo. Passt. Oh, ja, bitte einmal um. Digga, dreh mich doch um, hallo. Wer höre ich? Einmal bitte umdrehen. Oh mein Gott, Digga, ihr seid so inkompetent. Wenn ich jetzt wieder fliege, dann seid ihr anders inkompetent. Also die sind wirklich inkompetent. Die schafft es nicht, uns umzudrehen. Ich würde ja gerne mit meinem Anwalt quatschen. Ja. Ich würde auch mitnehmen, hallo. Obwohl, wir können eigentlich hier lassen, ne? Zieht euch wir kommen hier eben gegenseitig aus. Nein, Digga, ich wollte nur was gucken, Digga. Weil ihr also könnt uns auch ey, bitte die kommen, da kommen wir dann auch später mal vorbei, kein Problem. Jojo. Dann wissen wir wenigstens, so. Ja, ich weiß, bist du mad? Bist du mad? Nö. Ob du. Komm mal runter, Peter. Er bewegt doch nur seine Beine. Ja, geht, ganz normal. Ja. Jungs, alle die Beine shaken, Jungs, alle die Beine shaken. Voila. So. Okay, dann nimm dich mal mit. Soll ich einfach jemanden mitnehmen? Ja, mach das, Peter. Jojo. Komm mal mit, mein Süßen. Haben wir nicht ganz ein bisschen oft unterwegs, ja? Alles super. Ey, die sagen solche Intro. Wen wollt ihr denn mitnehmen? Komm doch einfach weiter, Digga, chillig. Ja. Ey, Jungs. Ja. Die wollen jemand mitnehmen. So, ich nehm den hier nicht. Ich würde es in so No-Names, Digga. Tun die nur so oder sind die wirklich Opfer? Die sind wirklich Opfer. Wieso nehmen die einfach jemand mit? Digga, ich bin dir ehrlich, ja. Die würden das richtig gut spielen. Die kommen mit mehr Masse als Junge, keine Ahnung. Junge, nee, ich bin Panzer. Siehst du irgendwo sowieso im Haft. Jungs. Oh, hallo Frank. Ich muss jetzt Tschüss sagen, ich muss jetzt los. Oh ja, ja. Am besten komme ich auch noch in Haft, weil nicht getan. Ja. Wäre natürlich auch geil. Ey, ich muss mich noch wegen Leuten von euch beschweren.
Ja, ich auch. Weil die vorhin nicht ihre Rechte verletzt haben, und zwar als ihre Beamten. Wallah. Ah, okay, warum wärst du mitgenommen? Junge, ich sag dir, die haben mich kontrolliert, die haben meine Autos aufgebrochen, nicht mal einen Grund gehabt dafür. Einfach Autos aufgebrochen, mein Zeug hier rausgenommen und mich eingehaftet dafür. Das mache ich doch jeden Tag. Meine Handschuhe sind weg. Ja, renn. Doch, renn, Digga, du kannst abhauen. Wallah, ja, Selam, was ist diese Aktion hier? Digga, das ist Mo. Ist doch Schikane, bisschen so. Run. Herr Beamter, vor mir, können Sie mich kurz bitte ein bisschen drehen? Digga, ich sehe nicht mal was, ne? Weil ich Hallo? Halt gegen das Haus gedreht bin. Ey, hast du ein Messer dabei? Ey, wie kann man tanzen? Mit K-Muskel. Und dann von links 1, 2, 3, 4. Der vierte. Genau. Sehr gut. Du neben mir auch, genau, alle zusammen. Perfekt, bleibt so. Bleibt einfach so. Digga, wollen wir uns eigentlich auch nochmal einbuchten, oder wie much sind die? Digga, der vor mir ist, der ist voll richtig inkompetent, der redet gar nicht. Bah, Junge, ich sag dir, die sehen aus wie Army, aber dass sie zu wenig Geld hatten für gescheite Ausrüstung, Junge. So sehen die aus. Ja, so sehen die aus. Du hast mich schon gehört. Ui. Boah, das hat geklatscht. Jo, komm, tanz mit, Mann. Was ist los? Ja, mit tanzen, K-Muskel, der. Och, Mano. So ein Spielverderber. Ui. Ey, wo habt ihr so tanzen gelernt, hör mal? Bei deinem Vater. Das ist ein ganz witzig. Er ist doch Street Dancer, Bruder. Was ist los? Street Dancer. Ja. Wann bringt ihr es eigentlich weg, also wenn es hier stehen bleibt? Ist jemand im Funk? Habt euch wohl die Sprache verschlagen. Wallah, Digga, der hat ganz schnell geredet, der Spaß. Diese Shabab ist gespeichert, wenn ihr versteht, was ich meine. In meinem Kopf. Wallah, Salame. Die raffen nix, Digga, was denkst du? Ey, wie heißt das eigentlich, das Hinlegen, so wie du da liegst? Wie heißt das? Also Sleep oder einfach schlafen. Okay. Hey Jungs, wie lange dauert das noch? Das darfst du aber nicht, ja? Du darfst es nicht. Digga. Die sagen dann, wie liegst du denn so? Hä? Ich bin umgefallen. Wie soll ich so liegen? Ich bin umgefallen. Digga, das ist das Problem. Wer kann sehen, wer jetzt noch links von uns steht? Ich sehe nur wir vier. Ich nicht. Ich sehe nur uns vier, ja. Digga, wo warten wir jetzt? Ey, kann man einfach powernappen? Was sagt ihr? Kann man rein theoretisch powernappen? Nein, du darfst nicht bauen, meine Powernaps kriegst du links, kriegst du von oben auf die Presse. Warum? Funk? Hallo, wann gehen wir weg? Ja, wir bleiben hier stehen jetzt. Ich hab's geschafft, ich bin entkommen! Hä? Was jetzt? Die hat Rasker gedrückt und sie wollten mich foltern. Was? Ey Digga, die Fesseln gehen gleich automatisch los, wisst ihr, wa? Digga, warum warten wir? Ihr seid aber auch schlimm, ich rede mit euch, ja? Das tut echt weh, wenn der TS aus ist. Ich rede mit mir selber. Wallah, ich rede mit mir selber. Warte. Meinst du das jetzige FA, ne? Nicht das in der Stadt? Das neue. Ja, dann komm ich hin. Hier ist der Wachplatz. Dicke. Ey, wenn die Fesseln losgehen, einfach losjumpen. Ja. Gott, ich hab so
Glück, dass ich mit dem Bugatti unterwegs bin, ne? Da kam gerade, ich bin so Schleife hochgefahren, da kam ein Cop entgegen, ist voll in mich reingerammt. Ich sag sogar noch, ja, lern mehr Auto fahren. Was? Hat ihn gar nicht gejuckt, der ist weitergefahren. Ja, ja, alles gut, hört ihr mich? Und wenn ich dir, dir was zustecke. Punkt, Jack. Ey, worauf warten wir, Jungs? Ey, das stürzt die ganze Zeit ab, Wanda. Ihr Lieben, jetzt seid doch hier dran. Leonie? Guten Tag, der ich nehme sie mit. Wohin? Sie mit, ne? SG. Warum? Weil das... Es geht zurück in die zwei Daimer, in den Betonkasten. Weil was? Weil das der Befehl des Hören war und ich das jetzt vollstrecke. Aber warum? Was passiert? Ich weiß es nicht. Soll ich einfach ins SG bringen? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Digga, kannst du mich nicht einfach loslassen? Und aber sagen, der, nicht, also, der ist entkommen? Das, ja, das wäre Korruption. Das ist egal, sieht doch keiner. Sieht doch keiner. Bruder, glaub mir. Digga, komm, zieh das nicht durch. Bruder für Bruder, Bruderschaft ist wichtiger als diese Scheiße. Ja, das Ding ist, ich habe keinen Bock, gekündigt zu werden, beziehungsweise. Digga, ich habe zwei Platten, nach mein Leben, Digga. Digga, Scheiße, deswegen sage ich Scheiß einfach. Sag Bruder, einfach, ich hab ihn nicht mehr gesehen und fertig. Ja, ich mein's ernst. Ich hab ihn nicht mehr gesehen. Ich geh einfach jetzt hier runter, Digga, du hast mich einfach nicht mehr gesehen. Alles gut, warte mal. Digga. Eine Frage. Ja, warte doch. Ich hab keine Fesseln mehr gehabt, ne? Und ich bin alle weggefahren, weil ich mich totgestellt habe, weil ich keine Fesseln mehr hatte. Ich bin jetzt alle weggefahren. Darf ich jetzt abhauen? Ja, mach halt. Ey, aber Max hat vorhin gesagt, wenn man abhaut von PD, bekommt man Ausweise. Nee. Hä, wenn die so nämlich das Ding einzufangen, ich bin auch nicht so, weil die so dumm waren. Du darfst halt nicht in Wasser oder so. Du darfst halt nicht in Wasser. Das ist so Kennex, Digga, die so. Beruhig dich! Bin ich hier unter Wasser? Kannst du hier Blaulicht anmachen? Ja. Sehr geil. Aber irgendwie keine Sirenen. Also irgendwie ging das aber keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Ich muss noch zufällig tanken fahren. Okay. Ich gieß einfach nur dein Herz. Kann ich aber dann nicht mehr zurück, war? Ja, aber das wäre tatsächlich schlecht, wenn du zurückgehen würdest. Krieg ich Ärger und du. Nee, ich weiß, was du meinst. Ich muss kurz warten, mein Fahrzeug ist uns abgestellt, ich habe keine Lust zu laufen. Ich chill gerade bei mir, ich chill gerade noch am Anwesen im Busch. Max, wie konntest du fliehen, Max? Kannst du mich dann irgendwie bei der Garage rauslassen? Hast du jetzt noch Wünsche oder wie? Alles gut. Aber Digga, ich küsse dein Herz, sag ich dir. Warte mal, da beobachtet mich jemand, das gefällt mir nicht. Ja, fahr weg. Ja, da passt es doch schon ein bisschen besser. Also ich habe keine Fesseln mehr dran, weil ich kann mich frei bewegen, ja? Echt? Ja, deswegen sag einfach nur, wann ich raus soll und dann ist gut. Hier ist alles sauber. Viel Spaß. Danke dir, Großer. Vielen Dank. Ich bin frei, voila. Nein. Warte mal kurz. Das ist nicht mein Auto.
Ey, ist mein Auto abgeschleppt? Ja, mein Auto wurde abgeschleppt. Mein Auto wurde abgeschleppt. Mike off. Mike on. So macht man das, Habibi. Ja, wo bist du? Ja. Okay, Leila. Ihr Stream-Sniper, ihr. Die Kralle. Habt ihr geguckt? Warte, erstmal, Tata. Wisst ihr, was passiert ist? Ja, meinst du Razzia und so, ja? Nein, danach, die Polizei sollte mich mitnehmen, ja? Haket, ma und Tillo. Ihr könnt später gucken, Bilal, du musst schneiden später, Walla, zwei Sachen. Ja, das mach ich doch. Ah, den interessiert mich nicht. Sag nicht zu mir, Matek, das ist doch mein Problem. Da hier, aber, wir müssen Abschlepphof, Bilal. Bilal, gib mal 6000, schnell. Oh, ich hab Rollerschub nicht. Hallo, an Amel, zwei praktisch Führerschein vergessen, ja? 2,5. Ich muss mein Auto holen, Shabab. Wartet mal, kommt mal mit Abschlepphof. Warte. Hallo. Ja. Hallo, Bilal. Komm zu Garage, okay, weil ich muss ein paar Auto einpacken. Ich muss Abschlepphof. Einer mindestens Jahre. Meins. Da ist doch Abschlepphof und Garage, komm mit. So, Abdallah, wie geht's? Habt ihr gesehen, ja, Razzia? Nee, ich war am Joggen in der Zeit. Oh, Blitzer. Aber also, wir müssen richtig Masari machen, richtig. Dave, okay, aber sag keinen. Ich brauche ein bisschen Masari machen. Und dann, wir haben Landwaffen. Wenn ihr meine Fraktion seid, ja? Ja, meinte bis 1930. Ja. Die brauchen Landwaffen, meinst du, die haben Landwaffen? Ja, hast du zugehört da, ja? Der andere hat, baut sich gerade auf. Busch, geh kurz kommen. Hast du den? Ich auch. Ich bin hinten im Busch. Ja. Was geht, Cousin? Dollar, wie viel Geld hast du gerade bei dir? $4,000. 4.000, 5, dann habe ich 5, 8. Ich brauche für Abschlepp mein Auto. Ist noch ja, okay, ich kann es geben. Warte, dann steck ein. Wir haben hier den Dealer. Der ist relativ gut. Wo? Ja, okay. Wo? Wo? Ja, geil. Ich hab Bank nicht. Walla, ich hab nicht. Warte, ich funke durch. Jungs, ich bin auch frei. Wo seid ihr? Komm ganz schnell. Hallo, warum seid ihr abgehauen alle? Mit Waffen. Wo soll ich hinkommen? Dealer, hier ist ein P-Dealer anwesend. Hier ist ein P-Dealer, den pickst du gleich. Nee, Digga, da bin ich nicht dabei, Digga. Das ist einer. Ja, dann mach doch alleine, wenn es nur einer ist. Herr Abdullah. Ja, glaube ich, Mühlenkopfschmerzen, ja. Läuft bei dir alles? Ja, alles glatt. Aber du ruch al Bank, ich hebe, glaube ich, auch ein bisschen ab. Ich hab mich, brauch für Abschlepp. Heb mal ab für mich. Ja. Walla doch, ich hab Auszahlung 4000, doch. Ich hab Casino. Alles verspielt. Warte mal, auszahlen. 720 sind jetzt 6. Ich brauch 1000. Tal. Mai Asha. Tal. Schu Asha, 10,000? Ja, dann Tal Andi. 10,5. Tal Andi. Ich bin ein X-Muskel. Ah? Er hat dir bei Geldübergabe. Ja, vertipp dich nicht. Ich drück drauf, aber es geht nicht. Es ist krass. Ah, Menge. Je. Ade bitte. 1000. Taibela, komm. Aber zack. Leon, du
Alleinland, oh, ich seh's auch. Oder? Hm? Scheiße. Wo ist das Abstand? Warte. Da unten. Mit einem darf ich noch fahren, alles gut. Okay. Lecherib, er hat ihn platt gemacht. Du hast gelüftet die ganze Zeit. Nein, nein, einer hat geschossen, hast du nicht gehört? Vorhin? Nee, ich hab nicht gehört, nee. Nachara. Hey. Du? Ja, das Sound geht nicht, aber ja, ich komm nicht. Unsel. Also, Unsel. Okay, tschüss. Hall. Moin. So, Bugatti, ne? Da, Steck ein. Wer ist das? Ich bin komplett weiß. Bilal ist weiß-schwarz. Warum Jalla, komm. Denn ich bin doch hier. Was ist das für eine geile Farbe? Hallo, Walla, geht gar nicht. Geht gar nicht. Ich sag dir offiziell, du weißt warum. Das ist Fraktion, Habib, was ist los mit dir? Nein, ich meine. Von, ja. Geht und, gar nicht. Geht gar nicht. Und Mann. Internetmuskel. Internetmuskel. Walla, geht gar nicht. Als ob du jetzt zu Wort sagen würdest, Abdallah al Internetmuskel. Warte mal, schon, dachte mal, Funk, seid mal kurz ruhig. Jungs, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich komme. Der chillt gerade mit der Leonie. Mach dir mal anwesend, kleinen, warte. In dem kleinen. Ich weiß wo. Und ich bin gerade da hinten bei der Lounge in dem Boden. Ich brauche Landwaffen. Ich brauche eine Pistole. Wir brauchen erstmal. Leonie, ist mal, Abdallah. Ja. Warte, erstmal kurz, lass mich da hingehen. Ja, ja. Bilal, hat Landwaffen? Ja. Nein. Doch, doch. Bilal, wie viel Geld hast du jetzt? 700. Dabei? Nein. Dein Pep mal ab, damit du eine schon mal kochen kannst. Einer will eine. Nein, ich meine 700.000. Ja, ich weiß, weiß. Ich nehm die niemals. Nimm ich auf Bar von. Ja, dann gehen wir mit dir zur Bank jetzt. Ja, ja, nie. Wie viel kostet der eine? Da kommt drauf an, welche. Also, Gusenberg kostet 450. Shabab, was denn los, Allah, huna? Keiner redet, okay?
fick mein Leben, Molla. Ich komm nicht rein in TS. Hallo? Die ganze Zeit hier von hier rum. Hallo? Ja, hallo. Lackes Kopf, warum fliegt die auch raus so oft wie ich? Keine Ahnung. Aus nein, TS, gar kein Malus. Ich bin auch bei 10 Malus rausgeflogen. Ich bin gar kein Malus. Aber ich werde noch rausfliegen. Hier rechts drauf, rechts, rechts. Ich kenne sogar dein Anwesen. Hallo? 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 Na bitte. Nein, keiner von euch redet ein Wort, danke. Ich würde sagen, wir sind ja als Geisel, oder? Also damit wir ein paar Mädchen von uns rauskommen. Wo sind die alle? Keine Ahnung. Knast oder so. Soll ich sagen, naja, warte, ich rede, ganz kurz. Jungs, wo seid ihr? Ich bin in Haft. Hallo, geh mal kurz auf. Wer ist im Anwesen? Nee, ich bin im Haft. Ein Aufstand. Schon Ollo, Ollo an der Neubildstadt oder was heißt das? Harak, Dicker, Walla, vor dem mich festnehmen. Wie? Vor dem mich festnehmen. Ich bin doch nicht hier auf dem Anwesen. Aber wartet mal, seid mal kurz ruhig. Da ist noch ein Polizist, ja, bei uns im Anwesen. Ich bin geflüchtet. Ja, alles gut, den haben wir hochgenommen, alles gut. Was heißt das? Kann ich zum Anwesen? Ja, das ist so. Komm, alles free, wir haben den in den Fesseln, Da ist jemand frei rumgelaufen, wie? Ihr habt ihn in den Fesseln? Ja, nein, ich war so, ich hab den Busch gestellt, hab ich den Busch versteckt, Leon hat mit dem falsch gelabert. Also, Khaled, erklär mal, sag mal kurz was. Ja, sehr ruhig, ich höre gerade zu, bitte. Und jetzt reden wir mit dem. Und haben falsche. Also, kann ich da ganz ruhig hin, oder wie? Ja, komm, wir sind raus, dann. Beim Pool. Komm, alles gut. Da ist jemand, so ein lilanes Auto bei uns, wer ist das? Das kann. Er versteckt sich, er will uns hochnehmen. Na, keiner nimmt uns hoch. Ja, ist überhaupt jemand im Anwesen? Ich bin hier, keiner ist hier. Da, super. Du. Okay, hallo. Ups. Matejko. Was hat der für Probleme? Sitzen, ja. Hallo. Ja. Wer ist er denn? Bin ich Aziso. Max. Ja. Wer ist denn das hier? Ich bin immer noch hier an der Tanko. Wo ist denn links? Ich hab vergessen, wie er heißt. Wartet, Schabab. Wie? Warte mal, hä, er fährt wieder. Hallo, wohin denn, Jungs? Ich muss aber auf jeden Fall abgeholt werden. Wohin? Das sind die Fragen, die wir uns hier fragen. Ey, was war gerade die für eine Meldung? Noch da, mein Auto steht. Nein, doch das kann eh nicht fahren. Aber meine Military ist da doch drin. Wenn ihr geklaut wird, dann kann ich der wieder. Oh mein Gott. Ich bin Aziso, mit wem hatte ich vorhin gesprochen, wegen Vorstellung. Oh mein Gott. Oh. Ja, dann lass mich wenigstens meine Military schnell holen. Ey, warte mal. Darf ich jetzt schlafen gehen oder was? Mit wem hatte ich geredet, wegen Vorstellung? Wieso schlafen? Nee, weil irgendwie was mit den Stimmbändern. Ich rutsch mal rüber, nicht dass der. Also ich hätte eine Idee, wir könnten eine Geiselnahme machen und ein paar Geiseln holen. Ey, danke auf jeden Fall, dass ihr mir zuhört, ja? Danke. Bitte. Ey, Shabab. Hallo. Ah. Ja, hallo. Ja, warte mal kurz. Ey, warum hört mir keiner zu, wenn ich rede? Weil es hat... Was? Rund und drüber, das siehst du ja. Was wolltest du sagen? Ja, ich war vorhin den Vorstellung, als ich mit jemand geredet. Wer war das gewesen? Weiß ich nicht. Seinen Namen vergessen. Jetzt krieg ich auch die Maske nicht mehr angezogen. Warum? Ah, okay, jetzt doch. Ah, bist du neu? Nein, Mann. Ja, so ein bisschen, kann man sagen. Okay, ja, du siehst selber, wie. Ja, ich weiß, was gerade los ist. Ich sehe das so. Ja. Keine Ahnung, wie ich dann kommen konnte, bin ich ehrlich. Nein. Oh, doch. Alter. Du sollst verschwinden. Verschwinde oder ich schieße dich an. Wo ist mein Hut, Yasalem?
Okay, ja, dann einmal schlafen, einmal schlafen gehen und wir treffen uns gleich wieder. Ja, Bilal. Und dann, ne, weiter. Jo, bis Hallo. Gleich. Tschüss, meine Liebe. Bilal. Hallo, Bilal. Ja. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Ja. Habt ihr gerade die Meldung bekommen? Ja. Ihr wisst, Meldung? Wisst ihr, wie das geht oder nicht, Bilal? Was für das geht? Neue TS-Version kommt jetzt. Wirklich? Ja, deswegen einmal kurz schlafen gehen und das machen kurz, ja? Ja, okay, mach ich. Ihr wisst wie, ne? Geht D-Funk, da steht alles. Sagt mir Abdallah auch Bescheid. Ja, dabei. Bis gleich. Okay. Hallo, Hanam? Ja. Bilal? Hallo? Ja, hallo. Ja. Wo ist denn stehen? Das gucke ich gerade. So. Vielleicht bei Discord Boost auch nicht. Check Status, glaube ich. Salty Chat, hier bei Salty Chat Version. Das kam jetzt um 20:03. Alle diese Version installieren. Mit der sind die Lachs weg und wir können 1000 Slots. Okay, da. Hast du bekommen? Bei SaltyChat-Version? Bei GLS-Server? Bei D-Funk? Einfach mal diese Dinge runterladen? Ja, einfach raufdrücken, wird runtergeladen. Ja. Und dann auf Install. TS muss zu sein. Und dann auf Yes, Yes. Und das war's. Eine Sekunde dauert das. Deswegen, bei mir ist doch 100 Mal abgestürzt. Während bei mir auch, Walla. Locker 10 Mal, Walla. Walla jetzt? Walla. Okay, sehr gut. Was ist das so. Von dir? Ich bin auch immer noch live. Wer seid ihr? Guckt ihr oder wer? Ich guck gerade, ich hab vorhin geguckt. Okay. Get the latest version, yo, please. Support. Yes. Habe ich doch schon gemacht. So, wenn ich jetzt zumache und wieder aufmache. Guck mal, wenn du TS aufmachst, ja? Hm? Nachdem er installiert hat, bekommst du eine Meldung. Ja, durch schnell drücken? Nein, weil ist ja schon, er will wieder zurück auf die alte Version, weißt du? Und so, dann ich hab schon ja gedrückt, ist alles. Nein, brauchst du nicht, du brauchst es nicht zu machen. Okay, dann muss ich das wieder jetzt runterladen. So, ich gehe jetzt wieder in 5M rein und schau mir mal kurz an, ob jetzt alles okay ist. Ja, okay, warte da, wo wir sind, ja? Wir sind da, wo wir vorher waren. Ja, okay, mach ich. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich, ciao. So. Kommen wir rein? Yes, wir kommen rein, ciao. Okay.
Eine neue Ära beginnt. Mein Auto abgeschleppt worden oder was? So, ich muss kurz was checken und zwar mit dem Funk. 8. Hallo? Hallo? Hörst du mich? Ich höre mich nicht. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Genau. Ja, jetzt höre ich euch. Hi, na? Hi. Oh, und? Na, ihr Süßen. Wir legen dir mal wieder Handschein, Knebel an, ja? Den Knebel auch noch, na, hör mal. Ja, ja. Nein, Fesseln, komm, einmal Hände hoch oder vor mir. Ich muss hier ganz kurz powernappen, ne? Ich komm gleich wieder. Wir schlafen, hier bleiben, ja. Ich komm gleich wieder, mir ist. Komm mit, Gustavo. Komm, wir warten. Nein, die können wir nicht jetzt direkt abfahren. Ich hab keine Lust auf ihn. Nein, wir warten. Wer bist du? Ich. Ich hab mit dem nicht geredet. Kannst du einmal nochmal gucken, ob ich meine Sachen jetzt noch hab oder nicht? Okay. Nö, abgelehnt. Ist verboten. Wer ist das überhaupt, diese Beamte? Hey. Wer bist du? Wer bist du denn? Nein, bist du? Ey, komm, sei nicht scheiße zu ihm, er ist echt nett. Weil ich gefragt habe, wer du bist, fragst du mir, ich soll nett zu ihm sein? Na, hör mal. Nein, Gustavo ist schon nicht gefragt. Alles gut. Ja, ich hab doch gar nichts gesagt. Wer ist das denn so? Wer ist das? Franz Beckenbauer. Mhm, das so, und wo wir alle kennen, ja, gehört zu mir. Ich hab doch ein PD-Auto gehört, ne? Es kann selbst nicht sein. PD kommen. Nein, er will sich vorstellen. Ist schon geklärt. Ja, aber er kann doch Geisel spielen. Dann stell ich einmal vor, wie ist dein Name, dein Alter und woher kommst du? Nein, mit dir redet keiner. Mit dir redet jetzt keiner. Wie redest du mit mir? Hör mal. Sag mal, ich hab einfach nur gesagt, dass jetzt mit dir keiner redet. Ja, hier ist einer. Du hast Katze. Ich rede aber mit dem weißen T-Shirt hier. Nee, aber er redet nicht mit dir. Ja, und es redet auch keiner mit dir. Doch, ich rede mit dir. Ich hab Glatze. Du hast bei mir Klappe! Ey, du Whitey! Hallo! Sorry! Ja, hallo! Abdallah, ja, einmal zu mir kommen, danke! Stell dich mal vor, ja? Abdallah, komm ein! Mal tehki mal um! Extra aus Prinzip! Stell dich mal vor, Alter! Wer ist das? Wer bist du? Ja, Abdallah! Was? Was sagst du zu mir? Hat alles geklappt? Hä? Ja, natürlich! Aber, hä? Mal tehki mal um! Oh, da kommt der nächste Fan! Ja, hallo! Bilal, taal! So, Kollege! Einmal die Hände hoch, sobald du halt... Ach nö, das ist auch nicht. Wollte jetzt wirklich einen Ladenraub hier machen, aber mal. Alle, ja, du, alle, alles Geisel. So, können wir jetzt mal hier losfahren, also. Hände hoch, Hände hoch. Oh, die blöde Fresse halt. Hallo. Nö, also. Man macht doch mit Y-Muskel diese Dings da, ne? Ja. Reichweite. Ja. Klappt gerade nicht mehr. Bei mir auch nicht. Das wird noch gefixt. You know? Like, was wollen die? Ich hab dann. Ist doch nicht gewesen, Vorstellung. Nein. Dalla, komm, Bilal. Na, warte. Hat er sowieso einen Schwindel. Er weiß nicht, wo links und rechts ist. Schollo, ich hab mein Dishi. Doch, du sagst, du hast eine Langwaffe. Ja. Eine Advance. Und halbe Million. Eine Art Schuh? Eine, sag, du hast eine Art, eine Gusenberg. Ein Rosenberg. Gusenberg. Gusenberg. Ja, eine Gusenberg. Madalla Kiftel Hawalei, Salami. Kif Shakla. Egal wie die aussieht. Also Salak Buena Ollo Garage. Am Auto. Okay? Ollo hat er ein Sahbi oder so? Hallo? Hallo. Mit der Schuf, mit denen hatte ich vorhin geredet. Eine Gusenberg bei Freund. Warte kurz, ich guck mal kurz, wie er heißt, damit ich mit ihm rede. Sol. Sol. Ja, Sol. Und Sol, bist du da? Observatorium. Okay, ich mach dir hier Tür auf. Sol. Digga, mach doch nicht zu. Hallo. Hm? Sol?
Jetzt hä? Steig ein. Wer ist Soul? Soul. Was ist mit Soul? Wo ist er? Alter. Der ist im Knast. Ach so, immer noch, ja? Hä? Cool, Razzia gerade hier. Ich weiß drin. doch. Aber woher soll ich wissen, wer jetzt im Knast ist und wer nicht? Der ist gerade bei FIB, der wird gefoltert. Okay, nee, weil ich hatte ihn angesprochen gehabt wegen Vorstellung. Hier, mein Neffe im Kopf. Oh, war schon abgeklärt. Wenn das abgeklärt ist, dann soll er sich umziehen. Nee, er hat sich noch gar nicht vorgestellt. Er muss sich erstmal vorstellen. Kann er gerne danach, aber wir sind gerade in einer kritischen Situation. Das weiß ich. Wir müssen jetzt ein paar Geiseln holen. Wir müssen unsere Leute frei bekommen. Da, warte mal. Hier, ich habe eine Geisel. Dein eigener? Ja, offiziell. Er spielt die Geisel. Nein. Oder, nein. Aber warte mal, passiert ihm was? Nee, gar nichts. Okay. Wir wollen nur tauschen, so, weißt du? Nee, tauschen negativ, danke. Nee, ein paar Leute gegen die Geiseln, die wir haben, die werden dann eh freigelassen, weil das ist ja eh nichts. Negativ. Geisel, Alter. Wem Bilal? Einfach gucken, wo mein Auto ist, da alle mal. Ey. Psych mal. Bilal, da. Jeden Tag, ja. Da. MacBook in der Observatorium, weil da sind noch welche auf dem Parkplatz. Ja, schon. Wie? Ja. Ich verstehe diesen Jungen nicht. Steig ein. Wen? Steig ein. Abdallah. Hallo, du hast gesehen, wo ich eingeschlafen bin, ja? Wo? Ja, passiert manchmal alles. Ich bin im Wasser, ich bin fast gestorben. Warum bin ich genug gestorben? Walla! Sollen wir auf den Berg gehen? Ja. Ja. Achso. Hast du verdient halt. Hast du verdient? Liegt an Schüssel. Ist dein Auto grün? Die Geise sagt, dass er dich kennt. Ja, so ein bisschen grün. Ja, sie kommt grün aus. Wartet mich aber kurz hier. Eine Frage, hallo. Welche Geise? Also? Na, hier Dings, Kajoplatz, also nicht der Petila. Weiß ich gerade nicht. Ich kann gerade aber auch nicht. Geht schon hart schon mal da drin. Einer passt auf, der andere. Ich weiß nicht, wollen wir mehr Geiseln holen? Was passiert denn mit den Geiseln? Ja, lass mal. Der sagt, der ist Abdel, der kennt dich, keine Ahnung. Abdel sagt mir gerade nicht so viel. Wir müssen dich nochmal mit dem reden. Du wolltest mir eine Frage stellen? Ja. Was ist mit den Geiseln? Was passiert mit denen? Auf dem Berg. Gar nichts, ne? Wir werden die einfach benutzen. So, wir werden so sagen, ja, wir haben ein paar Geiseln, wir tauschen zum Beispiel unseren Kollegen aus dem Haus gegen den Geisel. Der Geisel passiert ja nichts. Wird ja nur, sobald die Dealer die Geiseln haben, werden die eh freigelassen. Die Geiseln. Okay, weil ich hab ja meine zwei Neffen da. Wenn die Geiseln spielen wollen, ist es. Wenn das alles beschleunigt ein bisschen? Ja, absolut. Bist du, Nigga. Bist du ein Punkt bei uns? Was? Ob du im Funk bist? Ja, ich bin im Funk. Dann fahr zu den anderen und überwach die anderen Geiseln. Wo sind die denn? Frag im Funk, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau. Selim, machst du mit? Ja. Warum redest du so viel? Abdel redet. Ihr wolltet das als Geisel nehmen, Mann. Warum? Es passiert doch nichts mit euch. Isma, ihr wollt doch reinkommen in die Fraktion, wa? Ja. Lass mich mal kurz reden, ich erkläre euch was. Ihr wollt reinkommen, geht nicht, weil zwei, drei Leute von uns im Knast sind. Ihr seid Geiseln. Ja. Die Geiseln werden wieder freigelassen, Habibi. Ihr seid Geiseln. Wisst ihr, was eine Geisel ist? Der Staat tut alles, um euch zu beschützen. Deswegen geben die auch raus. Verstehst du? Wartet kurz. Wieder rausgeflogen, ja. Hallo. Der Staat wurde ja umgebaut, die haben eine Renovierung gemacht. Warum fliege ich die ganze Zeit raus?
Erstmal. Hallo? Ja. Okay, ich wollte gucken, ob du noch drin bist. Ja, ja, guck mal, hallo, wir retten, wir geben uns gerade unser Leben für die Familie. Ja, genau. Wenn wir uns nicht annehmen, dann sind wir Hurensohn offiziell, lolla. Nein, nein, die nehmen wir schon. Warte, ich rede kurz mit dir. Jungs, wo sollen die Geiseln hin? Ich hab zwei Stück. Kommst du? Wohin, hab ich gefragt. Nach, ich hab gedacht, du kommst auf Berg. Nein, ich war selber Geiseln. Ich war doch gerade oben. Selber. Wo sollen die Geiseln hin? Sollen wir noch woanders hin? Ja. Bachke machum, Dicker, keine Antwort. Wart mal alle zum Leuchtturm mit den Garten. Das ist ein frisches Kennzeichen. Wo ist denn Leuchtturm? Leuchtturm. Kannst du einfach warten? Leuchtturm? Nee, zum Leuchtturm. Wenn der noch Geiseln hat, zum Leuchtturm fahren. Wo sollen das sein? Okay. Wer ist gerade bei den jetzigen Geiseln vor Ort? Ich und Yoshi. Wo sind denn die? Wo sind der, wo ist denn der Leuchtturm? Einer bringt die Geiseln zum Leuchtturm, der andere holt mehr weiter. Ja, ich bring die. Ich fahr Yoshi eben zur Garage. Macht keinen Spaß mit dir. Deine Flash, weil die antworten nicht. Ja, ist so langweilig, wenn man in die beste Fraktion reingeht. Warum? Weil da alles zu leicht ist, oder? Soll ich auch nochmal welche suchen? Wenn ein Leuchtturm. Max? Was? Soll ich auch nochmal welche suchen? Ey, ich wollte mal sagen, eure Kommunikation ist sehr, sehr scheiße. Sehr, sehr scheiße. Ich rede mit euch und keine antwortet. Maule, die hören mich nicht. Da fährst du schon, Richtige Funk. Ja. Ich höre die doch. Polizeistation. Boah, ich weiß nicht, aber. Hallo, Funkcheck. Ach, ich gib mir der Funk, ich geh rein und wenn ich dich höre, dann sag ich dir. Tayyip, geh mal rein, aber dann geh wieder raus. Ja. 8752. Wie viel Geiseln? 8752, warte kurz. Wollen wir noch insgesamt 4, 5 so. Hörst du die? Bilal. Schacklo, er wurde rausgeworfen. Er ist ein Kopf wieder. Warum? Weil TS ihn hasst. Ja, ich merke schon, bei mir auch. Ich glaube, wir wären sonst zu krass für diesen Staat. Hä? Ich glaube, wir wären sonst zu krass für diesen Staat, ohne Probleme. Aber der Staat ist besser als tausend andere. Hört ihr mich? Ja, ja, definitiv. Ja, Bilal, hörst du mich? Hörst du mich? Ja, Wallace. Schrei mal, du bist ja nur. Ich geh in die kurz. Warte. Such mal bitte Geiseln. Wir müssen die anderen Leute rausholen. Schuld? Hallo. Da, ich brauch das jetzt kurz. Wo ist denn der Leuchtturm? Ich geh raus wieder. Der ist rechts in der Nähe von Human Lab. Ich hab Arbeitslosengeld bekommen, ja, Hartz IV. Und wo soll du das Hartz sein? Bist du nicht Hartz IV-Empfänger? Nein. Lügner. Ich hab 700.000 auf der Bank, ich bin kein Hartz IV-Empfänger. When are Human Labs? So, das ist ja. Wie heißt es? Human Labs, hat er gesagt. Ich kann es nicht genauer erklären, also. Dann kann ich euch mit den Geiseln auch leider nicht helfen. Du musst beim großen See oben im Norden da, da direkt rechts daneben, ein bisschen, ja, ein kleines Stück oben, ist auf der Garage. Und direkt, wenn du von der aus weiter auf der Höhe halt gehst, nach rechts, ist dort irgendwo am Meer wie so eine kleine Schleife und dort ist der Leuchtturm. Schau einfach mal, wenn du es nicht findest, können. Human Legs. Das ist ja dann nördlich, aber mehr rechts, ne? Das ist auf Höhe des großen Sees. Halt einfach. Ich glaube, Rabo. Was gut? Ich höre nicht, wenn du redest. Leider nicht verstanden. Warte, öffne mal eben Google Maps. Ja, bin drinne. Guck halt oben beim großen See. Ich denke mal, den siehst du. Dann, wenn du von ihm aus rechts ein kleines Stück gehst und vielleicht noch ein kleines Stück hoch, ist so eine Garage dort. Siehst du die? Digga, es ist nur zum Kotzen, Junge. Niemand schützt dir sein Leben. Ja, ist es da in der Nähe von der blauen Maske? Bilal?
Hä, ja. Was für eine blaue Maske? Piss dich mal aus dem Auto raus, Walla, deine Geräusche nerven. Jungs, hörte mich? Was hab ich denn gemacht? Du machst, warum machst du denn diese Geräusche? Ich sage dir, ich höre nichts. Ja, ich höre dich. Okay, deine Lärmterminal, Aswad, erklär mir mal deine Behinderung bitte kurz. Ja. Erklär mir mal, ich hab nur einmal geredet. Ich höre doch deine Geräusche, ich verstehe die nicht. Der Funk ist leiser als dein Rensin. Was hab ich dafür? Mach das doch auf stumm. Ich hab 6 Stück. Warum machst du diese Geräusche? Warum machst du diese Geräusche? Warum? Klemm das mal. Okay, perfekt. Walla, jetzt stummt er sich. Rennen sie manchmal, dieser Junge, Walla. Ich sag ihm was, er hört nicht. Art, bekommst du die alle unter Max oder soll ich noch jemand... Ich sehe mir, wie anstrengend man sein kann. So weißt du jetzt, wo diese ist? Walla, wie anstrengend was? Dieser Junge ist, Walla. Ja, Drabbak, ne? Hast du nicht diese gehört gerade? Wenn ja, doch. Nein, das war kein Atmen, das war mit Absicht. Ich kenne doch Bilal. Er hat eine Behinderung. Behinderung, so, weißt du, eine Behinderung. Wallah, uskut, masami'un, wallah. Er macht die ganze Zeit diese Geräusche. Ja, ja. Mega gute Kollegen. Weiß nicht, wie es ist, aber. Nein, ich ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, die wieder zu fragen. Wie ist ein Behinderter? Beim großen See, okay. Großen See. Und da. Guck mal, soll ich jetzt einfach erstmal zum See fahren? Ja, warte, lass irgendwo treffen. Ja, wo am besten? Ich bin hier kurz davor, wo der Berg hochgeht. Wo bist du? Ja, bei der großen Bank, bei der ganz großen Bank. Ja, dann komm mal zum großen See, da bei dem Abschnitt hoch. Okay, komm mit. Da drunter. Bei dem großen See, habt ihr markiert, Jungs? Abdallah? Ja. Warte kurz, bei dem Abschlepphof, bei dem großen See. Tamam. So lang, eine ganz andere Richtung. Abdallah? Hm? Merkst du jetzt, wie anstrengend Bilal ist? Todes. Walla. Wir müssen ihn schlafen schicken einmal, aber in... Aber in Real, wa? In Kopf und in RP, in diesem Start. Ja, meint ihr mit Boxen? Wenn ihr im Boxen seid, sag ich wirklich meinen eigenen Bruder boxen. Und das schaffst du ihn nicht. Na? Was? Oder schaffst du ihn nicht? Locker. Siehst du? Warum schaltet er jetzt nicht? Warum redet er jetzt nicht? Aber Abdallah, انت كمان صوتك واطي, weißt du was? صوتي واطي? So ein bisschen. Kannst du lauter machen bei TS? Also ich hab grad die Organisation hier getroffen, die fahren gleich unter mein Wesen. Weißt du wie? Extras. Verbindungen. Keine Ahnung. Ich hab nichts gemacht. Alles gut, Halla, so ist besser. Aber jetzt wieder von vorne wahrscheinlich. Ja, oder? Warum? Keine Ahnung, weil ich. Jetzt höre ich mal Geräusche von. Ja, weil du im TS bist, deswegen. Ja. Du musst wieder ein Spiel. Wie kann ich das machen? Halla, das ist ein beim Abschlepp. Bei dem nicht, egal, Halla. Ich bin beim Abschlepphof, ja? Komm jetzt hoch. Also, kommt ab wie wo? Das Leuchtturm, ne? Achso, ja, okay, warte. Ich hole noch die Leute. Die will ich unbedingt haben, der Bastard. Hallo. Wer ist denn das? Hör dich nicht. Dein Ding spinnt, glaube ich. Ah, jetzt ja. Hörst du mich? Ja, was ist denn los, ja? Was nervt heute mit dem TS? Warum? Was ist denn TS, ja? Nein, du weißt doch, was ich meine. Ja, na, das ist. Bobby hat es jetzt gerade gewechselt wegen dem und so weiter. Das dann nicht. Ja, aber wir können auch zum Beispiel die Distanz nicht mehr einstellen, weißt du, was? Ja, das macht er gerade. Aber es trotzdem stürzt es noch ab. Warum? Hä, das stürzt nicht ab. Muss ich irgendjemanden abholen? Was? Das stürzt doch nicht ab.
Na klar, ich hab's doch gerade auch nicht gehört. Ich war schon vor dem Leuchtturm, hab die beiden an der Veranda aufgestellt, damit die nicht. Ich hab's doch gerade nicht gehört, also war das doch bei dir anscheinend auch so. Nicht auf doofe Ideen kommen. Oder nicht? Der andere, der nicht genau weiß, wo der Leuchtturm ist, weißt du's oder soll ich dich auch? Weißt du, wo der Leuchtturm ist? Ja. Lass uns mal dahin fahren. Ja, ich sag dir. Ich fahr mir dann einfach hinterher. Und. Ja. Deswegen gerade, das war, weil ich mundtot war, aber es nicht gerafft habe. Ach so, aber das, ich meine, bei mir die ganze Zeit geht schlafen, kommt wieder hoch automatisch. Hm. Ey, und bei wem ist das hier mit den Stimmbändern? Was denn? Ja, irgendjemand hat die ganz komische Stimmbänder gerade. Ja, wer denn? Was? Hier bei mir im Auto bei sowas? Nee, ja, im Auto. Einer der Geißeln. Ich höre gar nicht. Hm. Ja, dann höre ich das wahrscheinlich nur. Ja, so ein Rauschen. Ja, das ist so eine, das ist so eine Schweinebacke bei uns, weißt du? Ah, so bin ich dich gerade. Abdallah, schön das auch. War ja Essen, ne? Abdallah? Komisch. Dann, Abdallah, dann geh mal mit TS rein, schnell. Ich hab gesehen, dass ich auf dem Boden liege, hatte schon wieder gar keinen Bock mehr, bin ein Rauchen. Bist du drin? Und jetzt, Extras, Option? Jetzt hab ich ja noch was für die Arbeit gemacht, jetzt lebe ich auf einmal. Was? Option. Klar. Aufnahme? Ja. Hintergrundgeräusche entfernen, hast du? Ja, habe ich. Auf Max. Na, weiß ich nicht. Echo-Dämpfung ist auch drin. Eine Frage darf man das jetzt einfach so random, während man eine Verfolgungsjagd hat, einfach beim Casino chillen. Dann nur Echo-Dämpfung, das andere nicht, das zweite nicht. Egal, lass uns erstmal hinfahren, ja? Ja, wir fahren erstmal hin, okay. Darf man das? Komm. Ja. Weil der eine hat auf jeden Fall was gemacht. Steig ein, wenn du willst. Oder? So, warte, nein, stopp, ich fahre selber. Ich muss selber fahren. Ich markiere dir. Hier, da musst du hin. Okay, ja. Ich weiß, wo du da wohnst. Alter, kann ich auch Medic? Ja. Also kann man auch Medic das Geiseln nehmen? Ja. Ihr seid Geiseln, ja. Falls Sie fragen, irgendwas, wir haben euch einfach festgenommen. Ja, ich bin wohl, wir waren am Laufen, die haben gemacht, okay? Wir haben direkt denkt, ich war das mit so. Ja. Abdallah, okay, ich komm. Aber hörst du das? Ich höre das nicht so krass. Jetzt nicht mehr. Vorhin habe ich das vielleicht gehört. Aber weil sie ein Transformer ist, weil sie das intensiver haben, weißt du schon? Hat keiner gesagt, jeder wurde zu Hause, ich habe mich abgesteckt. Hier, da bist Aluna. Wie, nun, die waren am Laufen. Und du, wie Abdallah. Ja. Und Bilal, ihr seht ja, bei uns in der Fracke sind alles dabei, wisst ihr, wa? Ich weiß. Engel, Mängel, alles. Transformers, alles. Ja, ihr dürft kein Maniac machen. Das war schon ein Isaui, kann man nicht illegal da drin. Aber, keine Ahnung, ob die das noch was? Kann lass es nicht als Schismo ausgeben, weil darf man nicht. Als was? Als Geisel, darf man nicht. Ich gebt euch nicht aus, ihr seid Geisel. Ach so. Ihr seid Geisel, Habib. Halas, ich spiel einfach mit. Sie hat falsch markiert, da wo sie markiert hat. Na, da oben, siehst du. Okay, guck mal, wo sie. Fahrzeuge, Leute. Hallo. Hi. Wer ist denn da? Ist halt Radfahren, soll ich trotzdem durchziehen? Okay, ich hab meine Geiseln da. Max, dein Auto. Warum lachst du? Max, dein Auto. Nee, ihr könnt euch dazu chillen. Max, dein Auto. Ja. Wo sollen die Geiseln bleiben? Oh. Warte mal. Bei der Haustür, links. Wo? Links? Schau links. Da sind die. Ah, okay. Einer, ja? Wie kann ich die fesseln? Wie einer. Wie kann ich die fesseln? Oder brauchen die mich erstmal? Ja, doch, schon. Okay, warte. Enzalo. Ich beeil mich einfach. Enzalo. So, einmal bitte durchgehen. Gustavo, rutsch mal durch jetzt. Nein, Alter, ihr rutscht beide jetzt zurück. Nein, ihr rutscht jetzt beide zurück. Zurück mit euch! Zurück! Zurück mit dir. Dann euch mal. Aber ganz schnell! Ich tu dir mal Kabel benutzen, oder? Ja. Ist gut. Oh. Ja, warte, du musst. Wir können hier reden, ne? Du? Was willst du reden? Die gehören zu mir, ja? Aber die sind Geister. Ja, oh Mann. Jetzt kann ich sie ranlegen, wenn ich kann.
Deswegen sei lieb zu dir. Genau, einfach da. Ja, und sei du lieb zu Gustavo. Alles gut, alles gut. Ich wollte nur meine Rolle spielen, in Anführungsstrichen. Ja, aber ein Schuss hätte gereicht und nicht 5 Stück, so, weißt du? Das war's. Also, ich will mich entschuldigen, warte. Eier, würde ich sagen. Okay. Ja. Gustavo! Bitte, wir können mich irgendwo anders hin tun. Ich geh nur mit Autisten zu. Gustavo! Ja? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Junge, der eine heute hier oben, Junge, bitte, tu mich einfach auf die andere Seite. Warum? Weil das die Autisten sind. Erklär mir mal, wie ich dich transportieren einfach, kann. Einfach Lena und Lana. Ich gehe einfach nach da vorne und okay. Die ganze Zeit unter Waffen mit Lena und Lana. Tickets oder was, dass ich dagegen kann? Aber hier reicht es, so ist okay. Ja, bitte lass einfach, mich dann wenigstens ein bisschen noch weiter nach vorne. Ja. Ich höre die Autisten immer noch. Lena und Lana. Also was hörst du denn genau? Ich kläre das nur. Dass die, der eine heult da rum. Der eben steht. Der eine heult rum. Ja, Junge, hör dir das doch mal an. Er hat Angst. Hör dir den Autistenverein an. Lass mich kurz durch, warte. Nicht den Nachrichten. Ich habe keine Kopfschmerzen. Ja. Lass mich kurz durch. Ich will kurz meinen den Autisten hören. Lauf. Ja, bitte. Ebke, dann lag Ebke. Wo ist dein Autist? Okay. Naja, der weint, weil er Angst hat als Geisel. Ist doch normal. Ja. Damit musst du klarkommen, leider. Dass der weint, der ist Geisel. Also bitte einmal wieder zurück, ganz lieb gesagt. Aber nicht komplett, oder? Doch, könnt ihr mal ausreden? Ja. Also so ist auch okay. Gustavo, okay, bleib stehen. So, wer jetzt dazwischen redet, kriegt eine Sanktion. Okay. Einer fährt mit Gustavo rum. Wer ist Gustavo? Kann ich machen? Ich will nicht mit irgendjemandem, ich möchte mit Bugatti fahren. Welchen Wagen darf ich nehmen? Bugatti. Ja, Bruderschaft soll herkommen. Ist mir egal, welchen Wagen. Ja, aber irgendeinen Wagen brauche ich. Nein, dann muss ich halt Lena fragen, ob es okay ist. Lena, darf ich? Leonie, her! Wie lange dauert das jetzt mit den Geiseln? Ich will den Bugatti. Aber ich lasse mal einen Schirm. Sekret Harako? Ich weiß es ja nicht. Könnt ihr euch bewegen? Ich weiß ja nicht. Bilal? Ja, okay. Ja. Ist okay. Okay. Abdallah, du auch? Was? Ja, ein Fikichuf Kulchi, wa? Jetzt nimmst du völlig mehr reparieren. Bei Polizeifestnahme, wenn die dich fesseln, von hinten, ja? Das wäre ganz lieb. Deine Hände sind hinten, mach Fikichi. Du kannst dich nicht bewegen, nichts. Ja, nee, hier Luxus. Abke? Wie du willst. Die ganz letzte Geisel, wer ist das? Hallo? Ja, wer bist du? Ups, sorry. Er war mein Vakuum. Wer bist du? Wir wissen, wie du heißt. Abdullah. Nicht schon wieder. Servus, Usta, Chabab, hallo. Ammo. Ja, Ammo. Abdel. Ja. Hallo? Ja, hallo. Ich? Mein Freund von Abdullah. Hallo, mein Freund von Abdullah. Ich bin Monkey. Bilal, also auch? Ja. Bilal, einmal kurz Powernappen, ja, steht doch da oben. Bilal, rein einfach. Ey, Abdullah, weißt du, wie man sich befreit?